Hallo an alle, willkommen bei Hallo Deutsch. Heute geht es um den Unterschied zwischen mischen und mixen. Bei dieser Übung auf Instagram hatten einige Leute ein paar Probleme und waren sich unsicher. Also viele haben bei dieser Aktivität hier mixen, löschen und lösen auch ein paar gesagt. Allerdings die richtige Lösung hier ist mischen, die Karten mischen. Gut, und ich erkläre euch auch gleich, warum. Gut, also lasst uns den Unterschied zwischen mischen und mixen genauer ansehen. Hier im ersten Beispiel haben wir mischen. Einige Beispiele zum Thema mischen oder zum Wort mischen. Also, das erste Beispiel hier ist Karten. Karten kann man mischen. Mit zum Beispiel Spielkarten vor dem Spiel. Hier habt ihr auch die vier Spielkarten: Pik, Herz, Karo und Kreuz. Gut, so mischen kann man auch verwenden, wenn man verschiedene Farben miteinander mischt. Mit zum Beispiel hier Türkis und Violett, das wird zu Gelb. Komisch. Okay, also das wird anscheinend zu Gelb. Wie auch immer. Gut, also verschiedene Farben kann man mischen. Da werden verschiedene Substanzen so zusammengebracht oder so durcheinander gerührt oder geschüttelt, dass eine einheitliche Substanz oder dass ein einheitliches Gemisch entsteht. Gut, also das war mischen. Das Wort mischen wird auch in anderen Situationen verwendet, wie zum Beispiel Wasser mit Wein mischen. Gut, nun lasst uns das Beispiel mixen ansehen. Gut, nun lasst uns weitergehen zu mixen. Hier in diesem Bild seht ihr einen Mixer. Und mit diesem Mixer könnt ihr Kuchenteig mixen. Also für den Teig brauchen wir eventuell Mehl, Butter, vielleicht Eier, Kakao, Zucker, Vanillezucker und so weiter. Gut, oder man kann auch einen Cocktail mixen. Hier kann es auch sein, dass einige Leute mischen verwenden. Allerdings ist es heutzutage üblicher, mixen zu sagen. Gut. Also, ich hoffe, euch ist das nun klar, warum wir hier die Karten mischen, also Shuffle, verwenden müssen. Karten mischen wir und nicht mixen. Also mixen passt hier nicht. Gut, dann Dankeschön und tschüss.